Peace, Freunde, und willkommen zu einem weiteren Video. Heute gucken wir uns an Point of View traurige Fußballer, wenn sie aufhören, Fußball zu spielen. Man sieht Ronaldo, Ibra und Messi. Ey, wenn die aufhören, bin ich ehrlich sehr traurig. Es macht, auch wenn sie jetzt schon relativ alt sind, so Bock, denen beim Fußballspielen zuzugucken. Und Messi soll jetzt ja zurück zu Barca wechseln. Ich weiß nicht, ob das passieren wird oder nicht. Lasst ein Like da, wenn ihr das genauso seht wie ich, dass das traurig sein wird. Lasst ein kostenloses Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Und ich würde sagen, rein ins Video. Als erstes haben wir Krisch am Start. Junge, guck mal, stell dir vor, er spielt so mit grauen Haaren und so und dann irgendwie wechselt er nach L.A. oder so. Boah, in 2028, after being 2 years in MLS and scoring 60 goals in 48 games, playing a game together with his son. LOL, stell dir mal vor, er spielt noch ein Profispiel mit seinem Sohn, mit Cristiano Ronaldo Junior. Hä, das wäre richtig heftig, als ob das passieren wird. Niemals, oder? Aber wäre heftig. Würde ich fühlen, wenn passiert. Virgil van Dijk. Er ist jetzt 30. 28 ist der 6. Also da spielt er safe noch. Innenverteidiger spielt noch mal voll lange. In 2028, after he moved to Ajax in 2025, helped to improve new young defenders. Ah, okay. Er wechselt anscheinend noch mal zu Ajax irgendwann in der Zukunft. Hilft da den jüngeren Spielern, dass die rauskommen. Und dann, ja, verpisst er sich und beendet seine Karriere. Das wird auch traurig, wenn Van Dijk aufhört, ne? Oh. Ich finde, Neymar ist in so einer richtig undankbaren Zeit geboren, ne? Also was heißt undankbar? Er ist immer noch einer der Weltfußballer. Aber er hat nie so die Chance richtig gehabt, weil Messi und Ronaldo einfach noch zu gut waren. Den Ballon d'Or zu gewinnen. Checkt ihr, was ich meine? So, wenn er so ein bisschen später jetzt so im Zeitalter mit Mbappé und so geboren wäre, dann hätte er jetzt so demnächst, wenn Messi und Ronaldo aufhören, so mit Mbappé so dieses Duell oder mit Haaland noch dazu und wie sie alle heißen. Aber so ist schwer für ihn. Er wird PSG 2026 verlassen, Newcastle für 2 Jahre und dann 2 Jahre in MLS. Red Bull New York. Aha. Alle in die Major League Soccer. Mhm. Jura hat doch jetzt aufgehört oder so, ne? 2062, after playing his last 5 Seasons. Junge, als ob der 62 noch zockt mit 100 oder was? Dann wäre der 95 Jahre alt. So ein falscher Profi, der das Video gemacht hat. Witzig. Junge, ich bin krass gespannt, was Mbappé noch in seiner Karriere erreichen wird, ne? Ich denke, er wird jetzt ja nächstes Jahr wechseln von Paris zu Real oder so. Und dann wird, glaube ich, erst so seine Karriere noch krasser losgehen, hoffe ich zumindest. Und ich glaube, Ballon d'Or ist auf jeden Fall drin bei Kylian. 2035, after giving his youth club the last dance. Monaco. AS Monaco. 2026, nachdem er Lyon in 2024 gejoint ist, also zu denen gewechselt ist, hat er 2 gute Saisons gehabt mit 24 Toren und 55 Games. Für so einen alten Knacker ist das noch gut. Aber Benzema, der wird ja eh gerade, umso älter wird, umso besser irgendwie, habe ich das Gefühl. Geisteskrank. Und guck mal, sogar mit 34 sieht er älter aus als mit 38 scheinbar, laut dem Video. Buffon, ey, spielt immer noch Fußball. Well, maybe not, he came back 6 months later. Stell dir vor, Buffon spielt so mit 50, versucht immer noch irgendwie Champions League oder so zu gewinnen. Ja, die Balle halt, ne? Nachdem er 2 gute Jahre in der Premier League gespielt hat, ein letztes Jahr bei seinem Youngstar-Club, wo er angefangen hat. Mhm. Eriksen hatte ja schon Angst, dass er schon so aufhören muss, Fußball zu spielen, ne? Aber er hat sich ja nochmal zurückgekämpft und ist jetzt wieder im Profifußball tätig. Bin gespannt, was noch mit Eriksen passieren wird. Ein Macher, ein Kämpfer. Bruno Fernandes. Als ob der so schnell auf eine 78 runtergeht. Hä? Die haben ja richtig Scheiße für ihn vorausgesagt. 2029, nachdem er 3 Saisons für Sporting. Er hat doch nicht 2029 schon 3 Saisons für Sporting gespielt. Das ist Bluff. Bruno Fernandes ist noch ein super Typ. Der kann safe noch ein paar Jahre auf hohem Niveau zocken.
Auf höchstem Niveau. Okay, das Video sagt für Haaland voraus, 2036 in die MLS, nachdem er einer der besten Spieler der Welt für mehrere Jahre war. Und eine neue Frisur hat Haaland dann auch. Hahaha, witzig, guck mal, wie er aussieht. Oh, Eden. 6 Jahre hat er versucht, seine Form zu finden, wiederzubekommen, die er damals hatte bei Chelsea. Junge, 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 Junge. Da muss ich erstmal einen Schluck Wasser trinken darauf. Einen großen Schluck Wasser. Ich glaube nicht, dass der mit 45 aufhört. Ich glaube, der zockt noch weiter, ungelogen. N'Golo! Das müssen wir uns jetzt ganz genau durchlesen. 2028, nachdem er die Ligue A gewonnen hat mit Lille, okay, wird er seine Karriere beenden. Alter, ich wäre auch sehr traurig, wenn N'Golo Kanté, so ein sympathischer Fußballer, ne? Ich wäre, das ist der sympathischste Fußballer, den es, glaube ich, gibt mit seinem scheiß Fahrrad. Hey, guck mal, dieses Grinsen. So ein cooler Typ. Ich wäre echt traurig, wenn N'Golo seine Karriere beendet. Der ist auch immer so zurückhaltend und so, ne? Macher. Da wäre ich gebrochen. Da wäre, ja, du kannst von mir aus 2022 noch deine Karriere beenden, Harry Maguire, du. Oh, Junge, ich könnte ihn immer so beleidigen am liebsten, ne, aber ich lasse es jetzt mal sein. 2028, nachdem er dritte Liga oder so gezockt hat, hat er seine Karriere beendet, ja. Der soll echt nochmal 3 Jahre dritte Liga spielen, um dann nochmal in die erste Liga wechseln zu können, falls er es schafft mit seinem 25 Tempo, die er eigentlich auch hat, und seine 23 Beweglichkeit. Was für 58 Dribbling, der 20 Dribbling verdient. So schlechter Typ, ne? Wie der 80 Millionen, ey Junge, ich könnte mich so abkotzen über den jedes Mal, wenn ich den sehe. So schlechter Typ. Thank you, Messi. 2026, nachdem er Barcelona zurückgewechselt ist, hat er 3 Jahre noch da gespielt und dann geht er nochmal zurück und beendet seine Karriere und bekommt eine Icon-Karte in FIFA. Geil. Oha! Die sehen Modric noch mit 39 bei Real. Sehr krass. Ramos bei LA Galaxy. He struggled with injuries. Also mit Verletzungen hat er sehr zu kämpfen, scheinbar. Junge, ha, wenn Salah die MLS wechselt, ich glaube, der schießt die MLS ehrlich kaputt. Der schießt die MLS so kaputt. He decided to wants to have more fun with his family. Ah, ist doch schön. Familie, Zeit nehmen, auch cool. Sehr cool. Kann ich mir auch vorstellen. Das ist eine Frechheit. Das ist gerade eine Frechheit, dass die Vinicius Junior mit 34 Jahren auf einer 76er Bewertung sehen. Das lese ich mir nicht mehr durch. Das lese ich mir nicht mehr durch. Das ist ein Hater. Das Auster Official ist ein offizieller Hater von Vinicius Junior. Punkt aus Ende. Das war's, Freunde. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein kostenloses Abo da. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein. Peace.